Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Richtlinie 2.2 Ausreichend Zeit der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. WCAG gliedert sich in vier Prinzipien. Das Prinzip 2 ist überschrieben mit bedienbar und lautet: Bestandteile der Benutzerschnittstelle und Navigation müssen bedienbar sein. Ich zitiere hier aus der Übersetzung von Aktion Mensch, wie unten in der Quelle angegeben. Und die Richtlinie 2.2, in der es in diesem Video geht, ist betitelt mit ausreichend Zeit und lautet in Deutsch: Geben Sie den Benutzern ausreichend Zeit, Inhalte zu lesen und zu benutzen. Es geht also darum, dass manche Benutzer, insbesondere Benutzer mit Behinderungen, mehr Zeit brauchen, Inhalte wahrzunehmen, zu verstehen und dann auch Eingaben zu machen. Solche Benutzer sind zum Beispiel Leute mit kognitiven Einschränkungen, die gern abgelenkt werden, zum Beispiel mit ADS, oder auch Benutzer, die Hilfsmittel benutzen, die die Interaktion mit dem Computer verlangsamen, zum Beispiel Screenreader-Benutzer oder auch Benutzer, die eine Bildschirmtastatur und Scanning benutzen, wo natürlich die Eingabe dann sehr viel länger dauert. Oder Benutzer, die einfach länger zum Lesen brauchen aufgrund einer Bildschirmvergrößerung, da muss man dann hin und her scrollen. Oder fremdsprachige Benutzer, die sich mit der Sprache schwer tun, oder auch gehörlose Benutzer, die eben auch oft Schwierigkeiten haben, die gesprochene Sprache zu lesen, weil das nicht ihre Muttersprache ist. Und es geht jetzt um zwei Erfolgskriterien in der Richtlinie 2.2, die beide einfach A-Level haben. Erfolgskriterium 2.2.1 ist betitelt mit Zeiteinteilung anpassbar. Und ich lese jetzt und erkläre das auch gleichzeitig. Für jede zeitliche Begrenzung, die vom Inhalt festgelegt wird, gilt mindestens eines der folgenden. Also man hat jetzt die Wahl zwischen sechs verschiedenen Möglichkeiten, um das zu erfüllen. Und es geht um zeitliche Begrenzungen, also irgendwelche Timeouts, die eine Session beenden, wie zum Beispiel bei Online-Banking-Anwendungen oder anderen Anwendungen, bei denen man sich einloggen muss. Oder auch Umleitungen, wo man auf der Webseite kurz sieht, aha, diese Seite ist umgezogen und wird automatisch weitergeleitet nach 5 oder 10 Sekunden. Auch das ist ein Timeout und der unter dieses Erfolgskriterium fällt. Und um das zu erfüllen, wenn ich also so einen Timeout habe, dann kann ich eines der folgenden Dinge machen. Entweder abschaltbar, der Benutzer kann die zeitliche Begrenzung abschalten, bevor er darauf trifft. Also vorab abschalten, das kann sein, dass der Benutzer eine Möglichkeit hat, wenn die Session gestartet ist, dass er dann das Timeout abschaltet oder aber generell über Einstellungen oder es könnte auch ein Feature sein im Browser in der Zukunft, wo man das mit einem Flag abschaltet und dann müsste sich halt die Anwendung danach richten. Oder zweite Möglichkeit, anpassen. Der Benutzer darf die zeitliche Begrenzung anpassen, bevor er darauf trifft. Und zwar so weitreichend, dass es sich um die mindestens zehnfache Zeit der Standardeinstellung handelt. Also der Benutzer hat die Möglichkeit, seine Zeit auszudehnen und er kann das auch wieder entweder generell über Einstellungen machen oder wenn es die Zeit tickt, dass es dann einfach nochmal ausdehnen kann. Ausweiten, das ist eine kleine Variante von der zweiten Option. Der Benutzer wird gewarnt, bevor die Zeit abläuft und bekommt mindestens 20 Sekunden Zeit, um die zeitliche Begrenzung mit einer einfachen Handlung auszuweiten. Zum Beispiel drücken Sie die Leertaste. Und der Benutzer darf die zeitliche Begrenzung mindestens 10 Mal ausweiten. Also der Benutzer bekommt eine Warnung, Achtung, Timeout ist in 20 Sekunden soweit.
Die Vorwarnung muss also mindestens 20 Sekunden betragen und dann kann der Benutzer mit einer einfachen Handlung, die man schnell ausführen kann, auch mit assistiver Technologie, nochmal eine Verlängerung beantragen. Das ist eigentlich eine Verlängerung hier und er darf das mindestens 10 Mal machen. Das wird oft so bei Online-Banking-Webseiten gemacht. Wichtig ist, dass er die Verlängerung dann auch mit der Tastatur machen kann, nicht nur mit der Maus. Die vierte Möglichkeit, und das ist jetzt eine Ausnahme, Echtzeitausnahme, die zeitliche Begrenzung ist ein erforderlicher Bestandteil eines Echtzeitereignisses, zum Beispiel einer Auktion, also zum Beispiel auf eBay, und es gibt keine Alternative zur zeitlichen Begrenzung. Das wäre natürlich unfair, wenn man jetzt bestimmten Menschen mit einer Behinderung erlauben würde, bei eBay hinterher nochmal Wetten abzugeben. Dann braucht man sich nicht dran halten an dieses Erfolgskriterium, wenn es eine Echtzeitausnahme ist. Auch nicht dran halten braucht man sich, wenn es eine unentbehrliche Ausnahme ist. Im Originaltext steht hier essential, also wesentlich, eine wesentliche Ausnahme. Die zeitliche Begrenzung ist unentbehrlich und eine Ausweitung dieser würde die Handlung ungültig machen. Zum Beispiel Echtzeitspiele, Flugsimulator oder so etwas. Auch hier gilt die Ausnahme. Und die Ausnahme am Ende 20 Stunden, also wenn der Timeout mehr als 20 Stunden dauert, dann brauchen Sie sich auch nicht dran halten an dieses Kriterium und fragen Sie mich nicht, wenn man auf 20 Stunden kommt, aber das sollte auf jeden Fall ausreichend Zeit sein, eine Session zu beenden oder was auch immer nötig ist. Hier ein Beispiel, eine automatische Umleitung, wo es dann einfach heißt, ja, der Ort, die URL hat sich verändert und dann steht da noch so fast ironisch dabei, ensure you update your bookmarks und das ist ja dann oft auch das Problem, dann geht es ganz schnell in 10 Sekunden weiter und das ist generell nicht gut, sondern man sollte eigentlich dem Benutzer hier die Möglichkeit lassen, selber drauf zu klicken, wenn er alles gelesen hat und wenn er vielleicht sein Lesezeichen schon editiert hat. Für Menschen mit Behinderungen kann das ganz schwierig sein hier, weil sie kommen vielleicht nur ein Stück weit zum Lesen und dann wird es automatisch verändert und dann wissen sie nicht, ob sie etwas Wichtiges verpasst haben. Das Erfolgskriterium 2.2.2 ist überschrieben mit Pausieren, Beenden, Ausblenden. Und das gliedert sich eigentlich in zwei verschiedene Unterkriterien, die zwei verschiedene Situationen beschreiben. Also generell gilt für sich bewegende, blinkende, scrollende oder sich automatisch aktualisierende Informationen gelten alle folgenden Punkte. So, und jetzt wird unterschieden bei sich bewegenden, blinkenden oder scrollenden Informationen, die erstens automatisch beginnen, also die starten los, wenn Sie die Webseite besuchen. Zweitens länger als 5 Sekunden dauern, also es wird hier sozusagen eine Gnadenfrist von 5 Sekunden gegeben. Wenn es danach aufhört, dann ist es auch okay, dann hat es halt kurz abgelenkt, aber dann ist es ja wieder vorbei. Und drittens parallel zu anderen Inhalten dargestellt werden. Also wenn auf einer Webseite nicht nur dieser eine sich bewegende, blinkende oder scrollende Inhalt gezeigt wird, sondern auch andere Inhalte wichtig sind, die der Benutzer wahrnehmen und konsumieren möchte, dann sollte das eben nicht ablenkend sein, dieser sich bewegende, blinkende und scrollende Inhalt. Und dann gibt es einen Mechanismus für den Benutzer, um diese zu pausieren, also die bewegenden, blinkenden, scrollenden Inhalte zu pausieren, zu beenden oder auszublenden. Also pausieren heißt, du kannst nachher wieder fortsetzen, beenden heißt, ganz aufhören oder ausblenden heißt, unsichtbar machen. Und typischerweise gilt das jetzt für Videos. Das heißt, wenn Sie ein Video auf einer Webseite haben, zusätzlich zu anderen Inhalten, dann sollten Sie sich daran halten, dass der Benutzer pausieren, beenden oder ausblenden kann oder noch besser gar nicht automatisch starten. Dann sind Sie auch auf der sicheren Seite.
Und es gibt noch die Ausnahme, außer die Bewegung, das Blinken oder das Scrollen ist Teil einer Handlung, bei der es unentbehrlich ist oder wesentlich ist. Also etwas, wo das dazugehört, es geht gar nicht anders. Bei YouTube ist es so, dass das jetzt auch nicht zutrifft, wenn Sie direkt auf eine Seite gehen mit einem Video, weil da wird ja nur dieses Video dargestellt und keine anderen Informationen. Und dann ist es sozusagen auch ausgenommen. Aber sobald Sie auch weitere Informationen vermitteln wollen, nicht nur das Video oder der blinkende Inhalt, dann müssen Sie sich daran halten. Und jetzt der zweite Fall, der gilt für automatische Aktualisierungen. Das heißt, Sie haben irgendwie einen Counter, der runterzählt oder irgendwas, was ständig über einen Ticker aktualisiert wird oder so. Für alle sich automatisch aktualisierenden Informationen, die erstens automatisch beginnen, also ohne dass der Benutzer es startet, und zweitens parallel mit anderen Inhalten dargestellt werden, also es gibt noch andere wichtige Inhalte auf der Seite, dann gibt es einen Mechanismus, damit der Benutzer die aktualisieren, pausieren, beenden oder ausblenden kann. Das hatten wir ja schon. Jetzt bei der automatischen Aktualisierung wird noch eine andere Möglichkeit gegeben, das zu erfüllen. Oder die Häufigkeit der Aktualisierung kontrollieren kann. Also der Benutzer kann dann sozusagen beim Ticker die Frequenz heruntersetzen, mit der das aktualisiert wird. Zeige ich gleich noch ein Beispiel. Hier noch eine Ausnahme dazu. Außer die automatische Aktualisierung ist Teil einer Handlung, bei der sie unentbehrlich oder wesentlich ist. Also auch hier wieder, wenn es nicht anders geht, weil die Natur der Sache es erfordert. Das muss man aber auch begründen können dann. Sie kennen alle diese Slideshows, bei der Inhalte einfach wechseln oder sich dann durchschieben. Und das ist so ein sich bewegender Inhalt. Und hier gilt eben dann dieses Erfolgskriterium. Und da müssen Sie dafür sorgen, dass der Benutzer das auch beenden kann, wenn es schon automatisch startet. Und da machen Sie irgendwo einen Button hin, wie hier in diesem Beispiel von der Webseite des Wiener Hauptbahnhofs. Und man kann dann mit der Maus draufklicken oder auch mit der Tastatur. Das ist wichtig, dass man mit der Tastatur das auch anhalten kann. Und dann haben Sie Ihre Pflicht getan hier. Besser finde ich es noch, wenn man auch die Slideshow selber starten muss als Benutzer und dann ist es sowieso kein Problem. Hier ein Beispiel eines Countdowns. Es wird ein Zähler heruntergezählt, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden bis zur Informatik 2016. Das war damals eine Konferenz. Und das geht immer weiter runter. Und Sie müssen, das ist jetzt eine Ablenkung und Sie müssen dafür sorgen, dass der Benutzer das abschalten kann oder die Frequenz herunterfahren kann, vielleicht nur einmal pro Minute ein Update oder so. Wenn das nicht geht, dann haben Sie das Erfolgskriterium verletzt, wie hier. Das war Richtlinie 2.2, ausreichend Zeit, aus der Reihe REMAX Channel, WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter gpii.eu/wcag21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.